Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, ich habe Cosplay und Autodrive upgedatet und bin mal gespannt, ob das jetzt wieder automatisch funktioniert hier mit den Ballen. Wir werden dieses Fahrzeug mal, jetzt weiß ich das gar nicht mehr, ich glaube 27 zu 27 fahren lassen. Diese 27. So. Ah ja, hier ist noch einiges zu wickeln. Aber das musste ich ja fertig machen. Da konnte ich, das war ja einfach zu durcheinander hier irgendwie. Ach so. Und ich glaube, hier war. Der auf der 61 war fertig geworden, genau. Den können wir auch mal nach Hause holen. Den schicken wir mal erstmal zum Dünger. Da ist jetzt nicht so viel raus, aber dann haben wir ein volles Fahrzeug da stehen. Kann ja nicht schaden. So. Ja, mal gucken, was dann, was wir dann an Geld haben. 380.000 kostet ja der große Mäher. Den haben wir fast. Dann fehlt noch die Presse. Sammelwagen brauchen wir dann auch noch. Ja, zum Glück ist das jetzt eine kleine Wiese, da ist das Wickeln jetzt nicht ganz so tragisch. Und der ist auch schon angekommen bei der 27. Ach, hier ist auch noch der eine ungewickelte Ballen. Ich probiere das mal noch mal. Wir hatten ja hier. Muss der rein? Dann brauchen wir hier. Genau. Diese 27 beladen, Mischfutterfabrik, am Ende Cosplay einsetzen. Und hier. So. Muss ich mal schauen, wo hier der Anfang war. Wo hat der denn hier mal angefangen? Ja, ich war mal da der Erste. Dann lassen wir ihn hier mal fahren. Nächsten passenden, genau. Ja, der versteht es immer noch nicht anscheinend.
Nee, funktioniert nicht. Kannst du abessen. Das ist scheiße hoch 10 so. Schade. Das ging so gut. Dann machen wir, fahren wir die Dinger kurz bei Herrn zusammen. Und dann werde ich mir auch gleich mal den Wickler schnappen und noch die nicht gewickelten Ballen hier wickeln. Mal hier schon mal Mischfutterfabrik eingeben. Gib mir die ganzen Ballen. Stück geschludert, was hier noch an Beinen rumliegt. So, du klappst weg und fährst zur Mischfutteranlage, bitte. Nehmen wir diesen hier. Da ist einer. Und hier ist einer. Und dann vorne in der Ecke lag, glaube ich, noch einer. Genau, da liegt noch einer. Da war die Kurve ein bisschen zu eng genommen. So. Hier können wir einmal den Dünger nachfüllen und den dann zu Feld 20 schicken. Ah, perfekt.
Ah, 27, ne? Ja. So, auf zu Feld 7 oder Wiese 27. Gibt's denn noch für Aufgaben hier? Nichts mehr. Wenn ich Verträge aktualisieren drücke, kommt nichts mehr. Okay. Was mich aber wundert, da müsste doch noch jede Menge Düngeaufgaben reinkommen können. Oder die Liste ist zu voll, kann auch sein. Der ist an Feld 20 angekommen. Immer braucht aber eine ganze Weile, bis er wieder auf einer Wiese ist. Wo ist er denn jetzt? Wenn man danach sucht. Von den Aufträgen noch welche? Das Anlage hier, Sascha, Mischfutter? Ja, genau, die 21 braucht noch Mischfutteranlage. 30 braucht noch. 28 ist Gärtnerei. 29 braucht auch noch. Dann können wir die noch zur Mischfutteranlage bringen. Millionen an Ballen. Ja, ich werde ja auf Rundballen gehen. Das heißt, ich kann leider nicht mal den Sammelwagen kaufen, weil das Geld für den Sammelwagen hätte ich schon zusammen. Aber der Rundballenwagen nimmt ja keine Quaderballen. Hätte ich hier mit zwei Wagen schon mal sammeln können, aber naja.
So, auf geht's. Einmal Mischfutterfabrik. An den Reifen aufgehangen hat er sich. Eieiei, das sind noch so viele Ballen. Aber durch die vielen Arbeitsschritte bringt das halt auch gut Geld, ne? Oh, angekommen bei der Futterfabrik. So, du musst wieder zu 27 dann gleich. Pro 92% für Feld 21 fertig, sagt er. Oh. Wenn ich Oxy mir mal gemerkt hätte, für was ich mir oder bei welchen Missionen ich mir die Fahrzeuge ausgeliehen habe, dann hätte ich die anderen schon mal abgeben können, wenn die fertig sind. Welchen? Gucken wir nochmal, wie weit hier hinten die Ecke ist, wie unsere Brücke ist. Weil die Aufgabe würde ich schon gerne annehmen. Naja. Der erste Teil ist immerhin schon mal fast fertig. Fehlt noch die Straßendecke. Nun gut. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, ist die Folge leider schon wieder vorbei. Danke, dass ihr da wart.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.